wünsche mal wieder einen schönen guten Tag zu einem neuen Ertest. Ich stehe auf der alten Kremner Bahn, dem alten Bahndamm, der durch Oranienburg Süd, halb durch Süd, Ärzteviertel hier, Süd da. Hier sieht man noch so die alte Bahntrasse, die das hier in der Mitte, das liegt alles noch, aber keine Gleise mehr, nichts und alles auch schon zugewachsen. Eventuell soll hier ein Radweg entstehen, darum geht es aber nicht, sondern ich hoffe um irgendwas, was genießbar ist. Und zwar geht es um dieses Produkt Bio Bee Tree Birkensaft aus dem Birkenstamm gezapft. Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt, macht mich jetzt persönlich nicht so an. Ob man sowas trinken muss, also Birkensaft, also naja. Es ist dann auch 96% Birkensaft, 4% Zucker, Würzsäuerungsmittel, Zitronensäure aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft. Relativ wenig Zucker, also 4 Gramm, 4%, das sind dann auch 3,8 Gramm. Ja, naja. Ein erfrischendes Getränk, hergestellt aus natürlichem Birkensaft, welcher in der Frühjahrsernte aus den Stämmen des Birkenbaums gezapft wird. Ob gekühlt und pur auf Eis mit frischer Limette und Minze oder gemixt im Cocktail, ist Birkensaft ein absolutes Trendprodukt aus Hamburg. Ja, keine Ahnung, ich schüttel das jetzt einfach mal und mach's mal auf. Ich habe ja auch ein Glas mit, damit ich auch weiß, wie es aussieht. Es riecht so ein bisschen nach Birne. Ja, durchsichtig tatsächlich. Ist vergleichbar mit Birnensaft. Es ist, als ob man Birnensaft trinkt. Es ist, man kann es trinken. Ich wüsste jetzt nicht, woraus jetzt, also wenn ich das jetzt ohne Wissen trinken würde, das ist Birnen. Ich habe nochmal geguckt. Ich dachte gerade, es steht wirklich Birnensaft, aber es ist Birkensaft. Schmeckt aber wie Birnensaft. Das finde ich jetzt sehr überraschend. Mehr muss man eigentlich dazu auch gar nicht sagen. Also Birkensaft schmeckt wie Birnensaft, ist einigermaßen lecker und ja, kann man durchaus trinken. Insofern, schnelles Urteil. Bis zum nächsten Mal.